So, was sagst du? Und wenn Hole über Steam, dann kann man wenigstens zusammenspielen. Weiß nicht, wie es mit dem Game Pass ist. Oder du testest es wirklich mit dem Game Pass, okay. Haben die kein Crossplay? Haben die ernsthaft kein Crossplay? Das ist doch lächerlich. Also die Microsoft-Leute können nicht mit den Steam-Leuten zusammenspielen? Bist du nicht sicher? Ah, okay. Alles klar. Alles klar. Mir sind die Schriftrollen ausgegangen. Unglaublich. Auch schön, dass man hier 80 davon haben kann, nicht bloß 20. Also du solltest das mal... Ich weiß nicht. Ich finde, du solltest das mal ausprobieren, das Project Diablo. Du spielst doch nur Resurrected, oder? Oder hast du Project mal ausprobiert? Ich bin mir gerade nicht ganz sicher. Aber ich finde, du solltest dem Spiel hier mal eine Chance geben. Mir macht zumindest deutlich mehr Spaß als Resurrected. Krumm. Die Amazone Level 97 mit dem Namen Krumm ist auf Hardcore gestorben. Eieieiei. Ich gehe mal davon aus, dass davor ist der Clanname. Kran. Kran Krumm. Keine Ahnung.
Willst du nicht mal Project Diablo probieren? Hast halt so viele Sachen, die du hier machen kannst im Vergleich zu den normalen. So viele verschiedene Builds, die hier funktionieren, weißt du? Wie gesagt, als nächstes spiele ich eine Summon Amazone. Eine Summon Amazone, das geht bei Resurrected nicht. Die läuft dann halt rum mit drei Valkyren oder so und die klären alles. Okay. Was hast du denn da so, was du zurzeit zockst? Vielleicht ist ja was Interessantes für mich dabei. Oh, so eine Scheiße. Javelin and Spear mit Life. Oh, ich glaube, bei Javelin und Spear nehmen die eher Damage statt den Skiller. Aber ich heb ihn mal auf. 31 Life klingt gut. Ich hoffe, der Skiller ist... ich hoffe, der Skill ist nicht scheiße. Need for Speed Unbound. Und bald kommt das neue One Piece Spiel raus. Also mit Autorennspiel, da kannst du mich jagen. Also das ist nichts für mich. Need for Speed, gar nichts für mich. Das neue One Piece Spiel, oh Gott, ich habe mal eins gespielt. Auf der Wii, glaube ich. One Piece World? One Piece Red? Nee. Ich weiß es gar nicht. Auf der Wii war das. Das war ziemlich cool. Da bist du auf der offenen Map mit deinem 3D-Charakter rumgelaufen, konntest zwischen den Charakteren hin und her wechseln und hast richtig draufgehauen, draufgekickt, verschiedene Schlagkombinationen gemacht und so ein Zeugs. Odyssey. War das für die Wii oder ist es das, was jetzt neu rauskommt? Es kommt jetzt neu raus, ja? Okay. Kommt noch. Hm. Alles klar. Nee, ich habe mal halt so ein Spiel für die Wii gespielt vor einer Weile. Weiß nicht mehr genau, wie es hieß. War ziemlich cool, hat Spaß gemacht. Aber bei so einem neuen One Piece Spiel, das wird bestimmt Vollpreis 70 Euro oder sowas sein, oder? 60, 70. Ja, klar, ne? AAA-Title am ersten... wenn es neu rauskommt, 70 Euro. Bandai, naja, klar, ne? Logisch. Doch wieder ein Wizard Spike. Ja, ja. Habe ich schon zwei rumliegen, will keiner haben. Ich bin mal ganz kurz weg. 2 Minütchen, gleich wieder da.
Jo, da bin ich wieder. Sorry für die kleine Pause. Auf YouTube werde ich versuchen, sie rauszuschneiden, wenn ich mich dran erinnere. Und jetzt geht's weiter. So, wo waren wir stehen geblieben? Wir haben über One Piece geredet. Was gab's dann noch? Need for Speed. Ja, wie gesagt, Need for Speed ist nichts für mich, aber One Piece war eigentlich ganz cool. Bloß, wie gesagt, für 70 € würde ich es mir nicht zum Release holen. Ich würde dann ein bisschen abwarten, bis so ein paar DLCs raus sind. Dann gibt es meistens irgendwie eine Sommeraktion oder irgend so ein Scheiß und dann ist das alles 80% oder 60% reduziert mit DLCs dazu und dann vielleicht hole ich es mir dann mal oder so. Siebzig Ocken für Day One und dann vielleicht noch Bugs drinne. Nee, danke. Rundenbasiert. Ein rundenbasiertes One Piece? Jetzt muss ich mir das aber echt mal angucken. Also, ich muss mir eine Liste machen. Moment. Warhammer Darktide hast du gesagt? Darktide und One Piece Odyssey, ne? Odyssey. Guck ich mir mal beide an. Vielleicht ist ja doch was irgendwie. Vielleicht interessiert es mich ja doch. Mal schauen. Oh, wir hatten ein Level up. Sehr, sehr, sehr schön. Noch ein Level, dann haben wir Desecrate auch ohne Wechsel. Das finde ich sehr gut. Dann würden wir uns eventuell eine CTA zulegen. Mal schauen. Dass wir dann Bo auf dem Wechsel haben. Was heißt ja einfach so zulegen, ne? Ich habe ja noch nichts. Ich würde mich freuen, wenn mal wieder eine Bär droppen würde oder sowas. Hier, Drop Bär. Los. Jo, mache ich dann heute Abend, wie gesagt, wenn ich dann den Stream hochlade auf YouTube, schaue ich mir dann für gewöhnlich immer ein paar Videos an oder mal ein Anime oder sowas. Und da gucke ich mir dann mal Darktide und Odyssey an. Ich bin ja immer so ein bisschen auf der Suche nach was Interessantem. Ich wollte mir jetzt eigentlich auch mal Cult of the Lamb runterladen. Hab das extra auf meine Wunschliste gepackt bei Steam, dass die mir Bescheid sagen, wenn es billig ist. Heute habe ich eine E-Mail bekommen. Es ist im Angebot von 20 € auf 18 € runter. Macht mal ein ordentliches Angebot. 10 € oder so. Ich weiß nicht, manchmal machen die echt krasse Dinger, wo die Sachen um 80% reduzieren, ne? Und dann kommen die mit so einer 2-Euro-Reduzierung. Also irgendwie 10% runter oder so. Wo ich mir denke, Leute, 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 für 10% braucht er mich auch nicht anschreiben. Bei 80%, da kaufe ich. Es sieht echt interessant aus. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Cult of the Lamb. Sieht irgendwie voll knuffig aus, aber dann geht es da doch irgendwie so ein bisschen um Okkultismus und Blutopfer. Und ist auch nur eine Art Hack and Slay, also du läufst halt 20%, gut, 20% reduziert. Aber trotzdem, also ich weiß nicht. Ich warte noch ein bisschen. Irgendwann kommt dann ein Sale, wo es dann halt 50% reduziert ist oder so und da hole ich es dann für 10 €.
Das ist okay. Tomb Reaver mit 4 Sockeln. Was kann der denn? Ah, Reanimate as Returned. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das großartig was wert ist, ne? Bloß wegen dieses Wiederbelebt as Returned. Wave. Ey, the hick. What the hick? Hallo. Oh, Werbung. Ja, man kommt hier rein, kriegt direkt Werbung an den Kopf geschmissen. Oh Gott.
So, Hick, na? Hast du schön deine Stiefel geputzt? Oder gab's heute Kohle? Gab Kohle, okay, wie viel? 2,50 Mark? Free Fiddy. Oh, Grillkohle, das geht auch, ja. Du, pass auf, so wie die Heizkosten jetzt im Winter hochgehen werden, ne? Also da freut man sich doch fast über ein paar Stückchen Kohle. Nächstes Jahr zum Nikolaus möchte ich Gaskartuschen. Weiß jemand zufällig, ob Wurfspeer-Amazonen Skiller benutzen oder Max Damage Grand Charms? Skiller. Also ist das doch ein gutes Item, oder? Skiller mit 31 Life? Gut, ich habe schon Angst gehabt. Da habe ich habe schon Angst gehabt, dass ich hier was gefunden habe, was Mist ist. 31 Life und dann so ein Dreckskiller, weißt du? Sowas wie Barbar Masteries. Gut, da freue ich mich. Ich habe übrigens auch, Moment, ich habe auch noch sowas rumliegen. Da bin ich mir nicht ganz sicher. Wo ist der denn? Hier. Drei Poison mit Poison obendrauf. Leider bloß 3 Poison%. Das ist das Problem. Aber hat noch 42 Poison over 2 Sekunden. Also, was ist das? 21 Poison pro Sekunde. Ist nicht viel, ne? Keine Ahnung. Da kannst du nichts zu sagen, geht klar. So, gehen wir mal zum Boss hoch. Jo, hab ich. Annie ist hier. Und Torch ist hier.
Ich brauche noch ein paar bessere Resi-Charms, damit ich die letzten paar Nicht-Skiller in Skiller umwandeln kann, also austauschen kann. Weil wenn ich jetzt die rausschmeiße, naja, geht theoretisch noch, aber ist mir ein bisschen grenzwertig. Ich mag's mehr mit Full-Resis. Also ja. Zwei Skiller, hier noch ein Skiller. Also drei Skiller brauche ich noch und ein paar bessere Resi-Charms. Und dann vielleicht mal ein Charco, ein besseres Amulett. Ja, es gibt doch ein paar kleine Baustellen. Aber so langsam geht das schon recht gut. Ja, also ich hatte schon mal eine Charm. Dann ist mir auch schon mal eine Bär gedroppt, die ging aber leider nicht an mich. Da habe ich zu niedrig gerollt. Ansonsten so an Hyrule Drops nicht direkt, aber ich hatte schon halt ein paar Items, die ich halt vertauscht habe. Ein sehr gutes Death Fathoms zum Beispiel, wofür ich ihn oben bekommen habe. Also ich hatte schon ein paar gute Drops dabei. So, jetzt hier drauf da. Druff, druff, druff. Eine Map. Na danke. Ätherische Kolosswolke. Boah, kann man mitnehmen, wa? Du brauchst Magic Damage Large Charms. Die sammle ich schon für den Gangster. Da habe ich gerade einen rumliegen. Den hier. Aber da muss ich erstmal einen Gangster fragen, ob er schon fertig ist. Der guckt gerade Fußball. So, was macht man jetzt? Eine Ancestral Trial hinterher? Ja, komm. Bum, bum, bum und bum. Ach, shit. Ist ein bisschen wenig. Was fehlt mir jetzt gerade hier? Ist da gerade irgendwas verschwunden? Edelsteine. 194, ja, kann man nehmen. Kann auch gerne jemand mitlaufen, wenn ihr wollt. Dann weiß ich, dass wieder eine Bär droppt und ich sie nicht kriege.
Ja, aber ihr wisst, wenn ihr Bock habt, ihr seid immer gerne willkommen hier reinzuspringen. Spielname und Passwort stehen oben. Durch 7 Dös ist es jetzt gerade. Was für einen Charakter hattest du eigentlich nochmal? Mit Magic Damage, bin ich gerade am überlegen. Bist du auch ein Fist of Heaven Paladin oder? Oder was machst du da? Deine eigene Skillung in Warhammer macht viel Schaden. Naja, aber ich kenne ja die. Ich kenne die Charaktere nicht und die Skillungen nicht, daher bin ich mir nicht. Weiß ich nicht. Was hast du da? Kannst du mir mal vielleicht erklären, was du da für eine Klasse hast und was du da für Skills benutzt? Weil ich kenne sie nicht. Also du musst mich reinführen. Führ mich ein, Baby. Du baust ohne Guide, ja, okay. Und was macht der Charakter? Das Nahkampf, Fernkampf, Magie, Feuerstab mit DOT Damage, okay. Damage over time. Also ein Hit auf den Boden und dann abwarten oder weglaufen oder was machst du dann? Achso. Das klingt ein bisschen overpowered. Wenn das Damage over time machen soll und du mit einem Schlag direkt umbringst, klingt es ein bisschen overpowered. Nee, habe ich schon verstanden. Ich meine bloß, wenn es gar nicht erst zum DOT kommt, dann bist du entweder schon sehr, sehr hohes Level oder es ist halt ein bisschen overpowered. Einmal Bartux. Und einmal Vinas. Thank you.
Und was ist das für eine Klasse? Allgemein, wie kann ich mir das vorstellen? Also, es ist ja Warhammer, ne? Ist das alles so ein bisschen technologiebasierend? Oder weil das so Darktide-Zombie-Zeug ist, ist es eher so ein bisschen Mittelalter-Magie und so ein Zeugs? Also, wie kann ich mir das vorstellen? Ist das Magie? Ist das Technologie? Worum geht's dort? Verwandeln in einen Engel, also das klingt eher magisch. Also nicht so Space Marine Style in großen Panzeranzügen, sondern eher so mittelalterlich. Mit Magie und Hokus Pokus. Roboter. Du hast auch Roboter als Gegner. Okay. Engel, Dämonen und Roboter. Jetzt klingt es interessant. Jetzt klingt irgendwie. Es ist eine merkwürdige Kombination, aber es könnte ja funktionieren. Ich gucke mir das dann mal in Ruhe an. Wahrscheinlich mache ich nach dem Run hier Feierabend und dann schaue ich mir das mal an. Dieses One Piece Odyssey und Warhammer Darktide. Ich habe es mir auch extra aufgeschrieben. Ach so, nicht Darktide. Ich dachte, du redest die ganze Zeit von Darktide. Warhammer. Deshalb habe ich mich gewundert, dass das irgendwas mit Engeln und Dämonen ist bei Warhammer. Da habe ich dich jetzt falsch verstanden, okay. Beide sind Warhammer. Okay, aber nur eins davon ist Darktide. Wie heißt das andere? Bin ich echt durcheinander. Ach so, Inquisitor Martyr. Okay, ich dachte, es ging die ganze Zeit um Darktide. Und dieses Darktide wäre sowas wie Diablo. Dass die das umgeändert haben. Weil ich kenne ja noch Venomtide und Venomtide war nicht wie Diablo. Vermintide. Vermintide. Und ich dachte, du meinst, Darktide ist so eine Art Diablo-Style-Spiel geworden. Jetzt habe ich alles verstanden. Also, Inquisitor Martyr ist das Diablo-Spiel und Darktide ist einfach nur eine neue Version von Vermintide. Mit Zombies. Oder so. Okay. Es hat nur ungefähr eine Stunde gedauert, dann habe ich es kapiert.
Alles klar. Ja, nee, hab das jetzt schon verstanden. Bei dem Diablo-Spiel, also Martyr, Inquisitor Martyr, hast du den diesen Zauberer. Oder was auch immer das sein soll, der mit diesem großen AOE. Gott. Und wie heißt die Klasse an sich? Ich werde mir ein paar Videos angucken, dass ich ungefähr weiß, was du spielst. Ja, ich habe das schon verstanden, dass du alles ohne Guide gebaut hast. Wie heißt die Klasse? Gibt es keine Klassen oder was? Okay. Schwester Celestian. Okay. Guck ich mir da mal an. Zwei Barbaren-Skills. Nee. Was haben wir denn hier? Oh, Mage Blade. Wer zum Teufel trägt eine Mage Blade? Eine Archon vielleicht, aber keine Mage. Gerade bei Darktide habe ich auch selber geskillt und alles, aber da ist es keine Kunst, weil man schnell sieht, was gut ist und schlecht ist. Und das Inquisitor-Ding ist jetzt das, was noch verbuggt ist, oder? Habe ich jetzt richtig verstanden, ja? Oder ist Darktide verbuggt? Oder beides. neun. Ich nehme es mal mit, aber ich weiß nicht. Darktide ist verbuggt, okay. Nee, Darktide würde ich mir dann auch so oder so nicht kaufen, wenn Darktide quasi wie Vermintide ist. Ich dachte die ganze Zeit, wo ich nachgeguckt habe wegen Darktide, mit dem Preis, dass das dieses Diablo-Spiel ist. Wie viel kostet denn das Diablo-Spiel? Also dieses Inquisitor. Kostet das auch 40? Sogar 50, okay. Ah, für 13,50 hätte ich es mir vielleicht geholt. Ist das Angebot schon vorbei? Shit.
Der Ani, den habe ich unidentified gekauft für 1,75. Der hier, ne? Eins Komma sieben fünf. Ist, glaube ich, zurzeit Standardpreis für Unidentified. War plus, oder? Was? Wie meinst du das jetzt? Verstehe ich nicht ganz. Ist mehr als 1,75. Ach so. Ach so, ja, für mich war es ein guter Deal. Es ist ein guter Roll geworden. Ja. Wie gesagt, ich habe den Unidentified gekauft. 1,75, das ist der Standardpreis zurzeit. Und es ist ein relativ guter Roll, würde ich sagen. Bei Project, nee, nicht bei Project, bei Resurrected kriegst du ja ein Ani für ein Um oder eine Mal hinterhergeschmissen. Da haben sie total Überfluss. Weil die Streamer zu viele Walks veranstaltet haben, weißt du? Da sind viel zu viele Anis im Umlauf. Ja, es waren aber nicht bloß die in Japan, das waren, also ich, oder Korea oder sonst, es waren nicht nur Asiaten, es waren auch ein paar Amerikaner dabei, ich glaube sogar ein oder zwei europäische, aber ja, größtenteils waren das wirklich fast alle Asia-Walks, ne? Aber finde ich ehrlich gesagt gar nicht mal so schlecht. Da hat halt jeder ein Ani, ist doch gut. Der Ani dort funktioniert auch völlig anders als hier. Ne? Und also hier kannst du ja quasi immer einen Walk machen, wenn du die Materialien hast. Dort musst du quasi darauf hoffen, dass mal irgendwie genug verkauft werden oder ein Streamer was macht. Das finde ich blöd. Daher finde ich das gut, dass so viele im Umlauf sind. Dadurch kriegt jeder einen. Naja, siehst du. Verrückt, oder? Dann gibt es ja Leute, die haben mehrere Accounts, machen dann mehrere Games auf und haben dann bei jedem Walk dann halt mehrere Anis, ne? Und so wird dann ganz schnell der Markt überflutet und keiner mehr kauft einen Ani. Warum denn auch, ne? Also jeder hat einen.
Manche waren gedupt. Also du meinst die Steine von Jordan. Ja, das ist logisch, das ist immer. Die Leute, die Streamer, die so ein Ding veranstalten, ne, die haben doch selber keine 100 Steine von Jordan oder 200 Steine von Jordan rumliegen. Die kontaktieren irgend so eine Adia-Seite, zahlen denen so und so viel Geld und sagen, an dem und dem Tag spawnt ihr das. Und diese Adia-Seite hat entweder einen Haufen Farmer oder einen Haufen Cheater. Meistens sind es natürlich ein Haufen Gedupte. Logisch. Ich finde es schade, dass es halt immer noch funktioniert, ne? Dass nach so vielen Jahren von, sag ich mal, jetzt Vanilla Diablo, dass man dann immer noch in Resurrected Items dupen kann. Das ist so bekloppt. Echt, der hat selber im Stream gedupt und wurde nicht gebannt? Eieieiei. Sowas finde ich dann wieder assi. Ja, wenn ein Typ offiziell vor allen Augen im Stream cheatet und dem nichts passiert. Okay, du weißt nicht, ob er gebannt worden ist. Dann hoffe ich einfach mal, dass er gebannt wurde. Gehört sich einfach nicht. Warum ist das Inventar immer so voll? Oh, ich habe schon einen vollen Talstack. Eieiei, was mache ich damit? Gibt's Leute, die Talstacks kaufen? Ich glaube nicht, oder? Ich würde sie wahrscheinlich in Rals hochcuben, dann in Orts und dann in Tools. Und die Tools dann halt für Map-Rerolling verwenden. Keine Ahnung. Oh, so voll. Werde ich dann mal aussortieren müssen. Secheron hatte ich auch noch nicht diese Season. Secheron habe ich in der letzten Season so gern gespielt. Riesige Map. Also nochmal, hier sammle ich die, die ich noch nicht hatte diese Season, damit ich sie euch zeigen kann. Und wenn ich mal irgendwie privat nebenbei eine kleine Runde spiele, dann nehme ich was aus dem Haufen. Die hatten wir schon. Und irgendwann, wenn der Haufen weg ist, ja, dann nehmen wir aus dem Haufen. Logisch.
Wir sind gleich beim Boss. Ich glaube, der ist hier drüben irgendwo. Ich laufe gerade extra um den drumherum, oder? Ja, genau. Ich laufe gerade extra um den drumherum, weil ich so ein bisschen aufräumen will. Damit ich dann beim Kampf dann keinen Stress habe. Das ist ein bisschen nerviger Boss, weil der benutzt Blizzard. Und wir wissen alle, Blizzard ist overpowered. Na, deshalb benutzen wir auch den Billig-Merc mit Blizzard. Weil der schön overpowered ist. Da oben steht er schon in der Ecke. Sieht er ihn? Seht ihr das bisschen da hinten? Ich glaube, der castet schon Blizzard auf uns. Ich bin mir nicht ganz sicher. Schwer zu erkennen, weil meiner ja auch Blizzard benutzt. Na, wie gesagt, wir räumen erstmal ordentlich auf und dann gehen wir zu dem ran. Ich trinke mal kurz einen Schluck. Das habe ich gebraucht. So. Hellforge ist nice, ja. Ne, der stand doch noch gar nicht. Das waren nur Spinnenbeine. Ich dachte, ich hatte ihn von hier hinten gesehen, irgendwie so aus der Ecke. Keine Ahnung, es waren aber vielleicht nur Spinnenbeine. Der ist so ein großer Schenk-Typ. Ne, also so ein Peitscher und benutzt Blizzard. Ich glaube, jetzt können wir langsam mal rangehen. Da ist er. Nefkill the Nump. Keine Ahnung, was das für ein Name ist. Jetzt habe ich ihn. Boom. Gucken wir uns das mal an. Winged Axe. Ein Lacerator. Ich glaube, das kann man verkaufen wegen Amplify. Quasi auf einen Merc oder sowas setzen. Ich glaube, das kaufen ein paar Leute. Das ist Mist. Das ist ein Tankrit. Eine Tankrit. Und Mesh Belt. Fallrascher, oder? Fallrascher. Ja, der Run war jetzt nicht so besonders. Den Lacerator werde ich vielleicht los. Mal schauen. Fire Resist 8, den würde ich mir aufheben. Das ist Mist. Summoning. Mist. Mist. Alles Mist. Okay, das war's mit der Map. Und ich glaube, das war's auch für mich für heute. Ich würde jetzt Feierabend machen. Und wie bereits schon am Anfang oder bei einem anderen Stream gesagt, diese Woche und nächste Woche versuche ich so zu strukturieren, dass wir am Nachmittag ein bisschen 7 Days to Die zocken und am Abend ein bisschen Diablo.
Ne? Und am Wochenende würde ich eventuell mal einen Tag reinwerfen, wo ich mal einfach nur so versuche, ein Point-and-Click-Adventure am Stück durchzuspielen. Vielleicht früh morgens hinsetzen und bis spät abends einfach nur nichts anderes als dieses Point-and-Click-Adventure. Und es wird vielleicht Annas Quest. Ich bin mir noch nicht ganz sicher. Entscheide ich noch. Wenn ihr einen Wunsch habt, was für ein Point-and-Click ihr sehen wollt, schreibt mich an. Vielleicht habe ich das. Ich habe eine riesige Steam-Bibliothek an Point-and-Click-Adventures. Day of the Tentacle, Anna's Quest, Ralph's Monday oder irgendwie so ein Zeugs. Alles Mögliche dabei, von Dedelic bis zu anderen Firmen. Und wenn ich es nicht habe, vielleicht kaufe ich es. Meldet euch einfach mal, was ihr sehen wollt. Gut. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Da liegt noch ein Juwel. Wo? Da. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Wenn nicht, schaut trotzdem rein. Ja, der Nikolaus befiehlt es. Ansonsten, wir sehen uns morgen oder so, ne, Leute? Schönen Abend noch.